Eckhard Rehberg, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich nehme mal das Recht heraus, als Haushälter im Deutschen Bundestag durchaus kritisch auch zu hinterfragen, was passiert mit dem Steuergeld, was wir nach Brüssel überweisen. Deswegen erstens stelle ich mir die Frage, dass, wenn wir zusätzliches Geld nach Europa geben, welcher Mehrwert entsteht auch für uns daraus? Beschränkt man sich auf das Wesentliche? Kollege Hahn ist darauf eingegangen. Grenzschutz, Verteidigung, Fragen der Migration, Digitalisierung des Binnenmarktes? Oder beschäftigt man sich mit Bürokratie für die Fischer bei mir zu Hause, für die Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern, damit du dann fast 100 Seiten ausfüllen musst, um einen kleinen regionalen Hofladen einzurichten? Alles Vorschriften der Europäischen Union. Liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, zusätzliches Geld für Europa ist nicht bei den 46 Milliarden für prioritäre Maßnahmen, und es gibt auch keine finanzielle Vorsorge für massive Aufstockungen, Überweisungen aus dem deutschen Bundeshaushalt in den europäischen Haushalt. Das heißt, das gehört zur Wahrheit hier dazu. Wir reden über etwas, was bisher nicht vorgesehen ist. Und nur wenn wir zusätzliche Spielräume haben nach 2020 für die nächste Förderperiode, können wir uns alle die Dinge vornehmen, die hier mancher beschreibt. Und zweitens, ich bin schon dafür, dass man auch mal fragt, wie sieht es denn mit den Gegenleistungen der Nettoempfängerländer aus? Und nicht nur beim Thema Verteilung der Asylbewerber, auch beim Thema Einhaltung von Rechtsstaatsprinzipien. Oder Europa ist auch deswegen so erfolgreich, weil wir regelbasiert sind, werden Regeln eingehalten. Und dann kann ich auch nicht verstehen, dass die EU-Kommission in weit über 100 Fällen Verstöße gegen den Fiskalpakt mal Schwamm drüber gemacht hat. Das gehört für mich denn zu einer ehrlichen Debatte mit dazu. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der mögliche neue Bundesfinanzminister Scholz, ein Zitat: Wir wollen anderen europäischen Staaten nicht vorschreiben, wie sie sich zu entwickeln haben. Da sind in der Vergangenheit sicher Fehler gemacht worden. Ich weiß nicht, wo wir wem etwas vorschreiben wollen. Aber gemeinsam verabredete Regeln, wie im Fiskalpakt, wie in anderen Verträgen, wenn die nicht eingehalten werden, ich glaube, dann ist ein Hinweis nötig, auch ein kritisches Nachfragen. Drittens, wir brauchen Klarheit zur Einsparung im EU-Haushalt. Und Frau Nahles, die 6 Milliarden zum Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit sind abgeflossen. Aber wenn ich mir die Kritiken des Europäischen Rechnungshofes, die Erfolge dieses 6-Milliarden-Programms mir anschaue, dann glaube ich, hätte der ein oder andere Mitgliedstaat schon mal nach Deutschland gucken können und sich von unserem dualen Ausbildungssystem eine Scheibe abschneiden. Aus meiner Sicht, bei den hohen Zahlen der Jugendarbeitslosigkeit, sind die 6 Milliarden Geld, was jedenfalls keinen Effekt nach meinem Dafürhalten gebracht hat. Noch eine weitere Frage muss gestellt werden dürfen. Gucken Sie sich den EU-Haushalt 2017 an. Kürzung von 10 Milliarden Euro in wichtigen Fonds, Europäischer Sozialfonds, Europäischer Strukturfonds EFRE, ELER, Fonds für die ländlichen Räume. Grund: Die Kommission und die Mitgliedstaaten sind nicht in der Lage, das Geld umzusetzen. 10 Milliarden Euro, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vorausschau für 2018, nochmal Kürzungen von 5 Milliarden Euro. Das heißt, in zwei Jahren, in zwei wichtigen Jahren, mit diesen Geldern kann man Strukturreform machen, kann man Wettbewerbsfähigkeit herstellen, ist die Europäische Kommission in Brüssel nicht in der Lage, Geld umzusetzen. Deswegen, ehe man nach neuem, nach mehr Geld ruft, sollte man das Vorhandene vernünftig umsetzen und effektiv einsetzen. Und wir brauchen Klarheit über die Strukturfondsmittel. Viertens. Ich kann mich sehr gut an die Debatte 2012, 2013 erinnern. Für Deutschland
neue Bundesländer, Phasing-out-Regionen, Kürzung um etwa 30% damals. Und deswegen, ehe wir massiv darüber reden, dass wir mehr Geld zur Verfügung stellen, möchte ich wirklich wissen, wie sehen die Fördergebietskulissen aus? Wie sehen die Beihilferegelungen aus? Und da erwarte ich von Brüssel auch einen transparenten Prozess. Und es kann nicht so sein, wie es der französische Finanzminister macht, mehr Geld fordern, ohne dass andere wichtige Dinge, übrigens auch für französische Landwirte, für die ländlichen Räume dort, geklärt sind. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, Klarheit bei den Strukturfondsmitteln. Fünftens und letzte Bemerkung. Der Bundeshaushalt hat im letzten Jahr einen deutlichen Jahresüberschuss gehabt. 7,4 Milliarden Euro sind aus Brüssel zurückgekommen. Letztes Jahr. Dies Jahr erwarten wir wieder über 4 Milliarden. Das heißt, wir kriegen Geld zurück. Ich bin darauf eingegangen, weil Brüssel nicht in der Lage ist, die Mitgliedstaaten das Geld umzusetzen. Nur ich will auch darauf hinweisen, dass wir eine Rechtsverpflichtung haben, wenn die Mitgliedstaaten die Projekte im Kohäsionsfonds und in anderen Fonds umsetzen, dass wir dieses Geld aus dem Gesamthaushalt dann wieder zurückführen müssen. Das heißt, letztendlich haben wir eine Schuld in Brüssel von knapp 12 Milliarden Euro aus dem bundesdeutschen Haushalt. Auch das bitte ich bei allen Debatten mal mit einzupreisen. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, einfach das Motto zu meinen, mit mehr Geld wird in Europa alles besser, da bin ich der Auffassung, erst mal zu gucken, wie machen wir manches effizienter, wie sorgen wir wirklich dafür, mit dem vorhandenen Geld Wettbewerbsfähigkeit herzustellen, wie sorgen wir mit dem vorhandenen Geld dafür, die Jugendarbeitslosigkeit abzubauen und nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Motto immer noch mehr nach Europa geben, immer noch mehr in das tägliche Leben der Bürgerinnen und Bürger eingreifen, der Wirtschaft eingreifen, sich auf das Wesentliche konzentrieren, glaube ich, das ist das Gebot der Stunde. Und mein Schlusssatz ist, Vertrauen und Transparenz, glaube ich, kann man nur dann herstellen, wenn wir klug deutsche und europäische Interessen miteinander verbinden. Herzlichen Dank. Herr Kollege Rehberg, herzlichen Dank. Mit Ihren Worten schließe ich die Aussprache, bevor